Schere. Meine lieben Fußballfans, wenn Sie erinnern, gestern Abend haben wir noch vermutet, die Bayern schaffen es. Die Bayern haben leider es nicht ganz geschafft. Aber Sie haben einen großen Erfolg errungen. Sie müssen nicht im UEFA Cup spielen. Das, ja. Ich glaube, gestern Abend, das sind so Abende, wo sich selbst ein Mann wie Uli Hoeneß fragt, ist es nicht vielleicht doch manchmal besser, wenn der Trainer kokst? Unser Bundeskanzler Gerhard Maria Schröder hat eine mitreißende Rede gestern gehalten und heute hat der neue Superminister Klaus-Wolfgang Clement eine noch mitreißende Rede gehalten. Und eines ist klar, wer jetzt noch Deutschland mies macht, ist selber schuld. Es geht aufwärts mit Deutschland, lass ihn nicht irritieren. Und der Kanzler hat gesagt, jeder in seiner Rede hat er gesagt, jeder soll sich fragen, was kann ich für Deutschland tun? Und ich habe überlegt und meine Antwort ist, nichts. Ich habe nachgedacht. Den ganzen Tag. Die Lage ist so ernst, es würde mich nicht wundern, wenn der Kanzler sich aus Sorge bald die Haare grau färbt. Um uns zu zeigen, ja, die Staatsfinanzen, katastrophal. Undurchsichtig, schlimmer als ein FDP-Konto. Das ist Humor, der mitreißt. Mr. Golf, Helmut Herlet und Band. Toller Schauspieler heute Abend bei uns zu Gast. Immer eine Freude, wenn er bei uns ist. Lange nicht hier gewesen. Heute wieder zu Besuch bei uns. Moritz Bleibtreu. Sehr guter Mann. Danke, Sven. Es geht bei unserer Show auch darum, die Zwischentöne zu hören. Dieses Klack, 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 wenn Sven hier kommt. Ja, hier, hier mein Fashion-Katalog für diesen Herbst. Ja, mein Fashion-Katalog. Für dich eine Überraschung. Nämlich, ich habe vergessen, mir die aktuelle Lodenmode schon zu bestellen. Für den Herbst. Ehrlich? Ja, echt. Ja, aber es wird Zeit. Ja, es wird Zeit, es wird Zeit. Ich trage gerne Loden im Herbst. Ich trage ja gerne Filzjanker, den habe ich auch schon mal. Ne? Ja, Filzjanker und Lodenmode. Ja. Ja, wir hatten früher einen schlimmen Kala auf dem Schulhof, der hieß Klaus kommt in der Lodenjoppe und kriegt vom Lehrer Hodenkloppe. Diese Zeiten sind vorbei. Jetzt suchst du dir was aus. Ja, ich glaube, ich werde hier Artikel 10. Gisela, meine Fashion Consultant, hat mir das rausgelegt. Und zwar zum Wünschen und Schenken Artikel 10. Artikel 10 und das hier, ich wusste gar nicht, für 159 Euro, das geht noch. Und mich hat fasziniert, wie dieser Artikel heißt. Hier. Hören Sie. Lodenkotze. Hast du das gewusst, dass das so heißt? Nein. Nein. Grüß Gott, haben Sie Lodenkotze? Bayern, denn unsere neuen Eigentümer, ich habe es gerade noch gesehen, herzlichen Glückwunsch. Sie wissen ja, Sat.1, ProSieben, Sat.1 ist eine Aktiengesellschaft, börsennotiert. Und wir haben einen neuen Eigentümer, genau. Nämlich einen neuen Mehrheitsgesellschafter. Gerade habe ich gesehen, in Spiegel Online, in Süddeutsche Online und im Kress Report, der Heinrich Bauer Verlag und die Bayerische Hypo Bank. Ja. Ja! Herzlichen Glückwunsch and welcome to the family. Und so viel Spaß mit uns, wie wir schon lange haben. Ja. Und das heißt für mich natürlich, bisher waren wir mehrheitsgesellschaftlich nach München orientiert, jetzt kommt auch Hamburg dazu, der Heinrich Bauer Verlag. Ja? Das heißt Lodentracht für die Bayerische Hypobank und vielleicht sollte ich schon ein paar Shanties einstudieren, falls ich beim neuen Eigentümer auf der Weihnachtsfeier angefordert werde. Also, ich helfe mal in Hamburg vor, was das hin. Entschuldigung, ich muss raus, hab vergessen meine Lodenkotze anzuziehen. Ahoi!
Was ist das hier? Wie heißt der Fachausdruck dafür? Er bügelt wieder. Bügeln. Der Fachausdruck hierfür heißt bügeln. Dazu kommen wir gleich. Das ist Spannung aufbauen. Ein ganz wichtiges dramaturgisches Element in einer Fernsehshow. Und wir haben es gestern gesehen, die Bayern sind momentan ein bisschen von der Rolle. Aber sie kommen wieder. Klar. Sie kommen wieder. Wir zweifeln keine Sekunde an den Bayern. Aber es ist ganz wichtig, dass die Taktik stimmt, ja, dass die Laufwege stimmen. Und das gilt auch für eine Show. Und Sat 1, jetzt mehrheitlich im Besitz des Heinrich Bauer Verlages, der Bayerischen Hypo Bank und auch Welcome Home, Columbia Pictures. Eventuell the unbelievable fantastic movie maker, yes, Studio from Hollywood. Was kann ich eigentlich für die tun? In irgendeinem Spielfilm mitspielen. Ja. Sollen wir was gucken, wo Tom Cruise noch eine kleine Rolle übernehmen kann oder ja, so? Ja. Und wir kommen schon zusammen. Und Sat 1 hat sofort reagiert und gesagt, Moment, damit das unseren Moderatoren nicht passiert, gibt es ein neues Requisit, nämlich die Top-Coach-Mappe. Das ist die Top-Coach-Mappe, die Sat 1 heute um Mitternacht per reitenden Boten an alle Moderatoren verschickt hat. Das ist ganz wichtig, denn jede Sendung wird von einer speziellen Taktik bestimmt. Ja. Es gibt Sendungen, die laufen von alleine. Das ist Gast Günther Jauch. Genau. Ja, und vorher beiße ich einem Kaninchen die Kehle durch. Ja. So. Das sind Sendungen, da weiß man, das läuft, das wollen die Leute sehen. Genau. Da ist für jeden was dabei. Ja, ja. Ja? Es gibt aber Sendungen auch, da muss man kämpfen. Klar. Da ist der Gast. Ja? Und vorher war vielleicht eine schlimme Tragödie irgendwo in der Welt und da muss man jetzt natürlich gebremst dran gehen. Und das Wichtige ist, dass wir hier, Susanna, Helmut, Herr Andrag und ich, in der Lage sind, eine Show zu lesen, wie es ja im Fußball heißt, eine Show lesen. Nur Laien rennen in jeder Show raus und sagen, hallo, guten Abend, jeden Abend gleich. Es gibt Abende, mental muss man immer sagen, hallo, guten Abend, ja, aber es gibt Abende, wo man das kaschieren muss, hallo, wo man so ein bisschen bügeln muss. Das kommt gleich. So, heute ist eine Show, und ich schlage meine Top-Coach-Mappe auf. Das hier, ich mache das hier. So, hier sehen Sie das Spielfeld eingezeichnet. Mein Schreibtisch, Helmuts Orgel, der Schreibtisch von Herrn Andrag und die Kamera, an deren Seite Susanna mit den Karten steht. Ich kann es vielleicht mal für Sie verdeutlichen. Darf ich das kaputt machen? Oder ja, reiß auf. Ja, jetzt mit neuen Eigentümern können wir knallen lassen. So, hier, sind das Magneten? Ja. Das ist fantastisch. Einmal mein Platz, also Entschuldigung, ist völlig unhöflich. So, Susanna, Herr Andrag, Helmut und ich. Wir sitzen hier. Das ist die Strategie für heute. Ja. Jetzt können hier, ganz wichtig, was hört man immer, die Laufwege werden eingezeichnet. Heute ist eine Show, wie gehen wir eine Show wie heute taktisch an? Mittwoch, 30. Oktober, vor uns Otti, der Quotenking, Fischer, Bulle ja von Tölz, entspannt. Da wissen wir, unser bester Vorlauf, ja, das Publikum kommt in Strömen zu uns gewandert von Otti, da kommen wir relaxed raus. Da stehen wir gut sortiert hinten aufgestellt, ja, halten den Ball. Aber das Pressing nicht vergessen. Das Pressing wird nicht vergessen. Und dann kommt so ein Filippo Inzaghi-Faktor. Ja? Es geht nicht darum, zum Beispiel, viele Shows im deutschen Fernsehen sind auf dem Niveau der E-Jugend, würde ich mal sagen. Ja? Der Trainer wirft irgendwie einen gesponserten Ball rein, alle rennen hin. Das ist Quatsch. Es geht darum, Kräfte einzuteilen. Die Saison ist lang. Es kommen vielleicht unerwartet starke Auswärtsgegner, die man nicht wusste. Das heißt, wenn man weiß, vor uns lief Otti, gehen wir entspannt rein. Okay, das es wird schon mal gebügelt. Ja, klar. Es werden schon mal Lohnmoden gezeigt. Es ist ein ganz anderes Sprechtempo. Man spielt die Sätze auch mal quer. Ich könnte ja auch mal was sagen. Ja, irgendwas. Zum Beispiel, dass ich, habe ich das schon mal gesagt eigentlich? Was denn? Dass ich auf Röntgenaufnahmen stehe. Auf Röntgenaufnahmen? Ja. Ich meine, man darf das natürlich nicht zu oft machen. Das ist ja gefährlich wegen der Röntgenstrahlung. Ja, was heißt das denn? Aber die Fotos, die dann da rauskommen, finde ich super geil. Ich habe heute wieder was machen lassen von meinen Händen. Du hast deine Hände röntgen lassen? Mhm. Wieso denn? Ja, ich bin jetzt Mitte 40 und so, dann tun mir manchmal schon mal die Hände ein bisschen weh. Da wollte ich mich so auf Rheuma prophylaktisch untersuchen lassen.
Aber eigentlich wollte ich nur das Foto haben. Ich kann das ja auch mal mitbringen. Sieht gut aus. Also ich. Du lässt dich auf Rheuma untersuchen, indem du die Hände röntgen lässt? Ja. Ist das eine neue Therapie oder macht man das so? Nee, ich war schon bei meinem Hausarzt und der hat mir dann Blut abgenommen. Und? Jede Menge. Und der sagte dann, ja, um ganz sicher zu gehen, dann ist mal gut zum Radiologen zu gehen. Der hat zwar nichts gefunden in dem Blut, aber manche Sachen sieht man da. Aber ich glaube, du hast keinen Rheuma, du hast Gicht. Nee, auch nicht. Doch, und ich sag dir auch, ja? Warum. Du hast erhöhte Harnsäurewerte. Nee. Ja, zu viel Alkohol. Ich schwöre es dir. Ja? Du bist zu sauer. Du musst, meine Frau auch. Die sagt, das kommt vom Rotwein. Ja, du musst Basenpulver. Du musst, friss mal pro Tag einen Eimer Persil. Das hilft. Das gleicht aus. Wie bringe ich das jetzt? War das in der Taktik? Ja, Moment, das ist so, wie man sagt, das war jetzt so die Aktion, als Paul Gascoigne noch besoffen zum Spiel kam. Das kriegt ja kein Menotti taktisch unter, oder? Es ist sozusagen, also das ist im Grunde, die Taktik ist klar. Also die Taktik heute war eigentlich völlig klar. Wir warten hinten ab, relax, bis der Gegner einen Fehler macht, spielen den tödlichen Pass, ja, und dann kommt dieser Inzaghi mit dem rechten Außenriss und das ist drin. War das jetzt ein Eigentor? Oder? Ja, naja, sag mal so, das ist etwas, das gibt es in keinem Lehrbuch. Helmut spricht. Das zeige ich mal hier ein. So. Das heißt für uns jetzt Ruhe ins Spiel bringen. Okay. Ja? Röntgenfotos, Rheuma, übersäuert, Basenpulver. Da ist schon ein bisschen Ratlosigkeit an der Außenlinie. Wir bringen jetzt Ruhe ins Spiel. Okay. Wir müssen zu unserem Rhythmus zurückfinden. Ja, ist klar. Und ja, der heißt, dem Gegner unser Spiel aufzwingen. Wir haben ja keinen Gegner, wir haben das Publikum. Aber sozusagen dem Publikum unser Spiel vermitteln. Das heißt, was wir jetzt machen müssen, ist den Ball erstmal zwischen uns relativ ruhig hin und her. Okay. Leichte Sätze, ja, wo du vielleicht, sagen wir mal, nach vorne gehen kannst. Das ist das neueste Ergebnis der OECD-Studie, die jetzt die PISA-Studie noch schlimmer macht für uns Deutsche. Ja. Die meisten Schüler sind nicht mehr in der Lage, mehr Wörtersätze zu bilden. Ja. Nur und so, ihnen ist zu langweilig. War voll cool. Mhm. Dann ist schon Feierabend. War voll cool. Drei Worte schaffen sie noch. Ja? Oder ich, mein Lieblingsding sind Sätze, die mit am gebildet werden. Ich war am Lernen. Ich war voll am Lernen. Aber dann, ich voll den Stift weggelegt wegen Rheuma. Rheuma. Ja. Rheuma. Wenn wir eine klassische Comedy-Show wären, würde ich sagen, ja klar, ich habe auch Rheuma. Rheuma auf da. Das sind jetzt so Sachen, wo man sagt, das ist nicht unbedingt attraktiv für die Galerie, ja, aber es bringt Ruhe ins Spiel. Und dann plötzlich, wuff, eine Mega-Pointe nach vorn. Ja? Und dann kommt die erste Werbung. Hier habe ich noch vergessen, Sven. Sven war schon da und Sven kam heute sehr überraschend. Ja, nicht ganz berechenbar. Leise. Ohne Ansatz, nicht berechenbar, mal hier, mal da. Ja? Und ein ganz wichtiger Faktor heute natürlich für uns, der Gast. Ja. Der rechts hinten aus der Tiefe des Raumes kommt. Ja. Und die Frage ist, wann bringen wir den Gast? Bringen wir den Gast offensiv? Ja? Das ist aber heute ein Oder Gast. Als Joker. Ja, wo man merkt, es könnte jetzt eine Auffrischung vertragen, bring den Gast. Genau. Ja, das ist aber bei dem Gast heute nicht nötig, weil der Gast ist erfolgreich, er ist sympathisch, er ist gut. Oft haben wir ja dann Gäste, wo man sagt, die muss man bringen, obwohl sie eigentlich schon zum Verkauf angeboten waren. So Junkers des Showgeschäfts. Ja. Das heißt, jetzt ist sozusagen wieder Ruhe im Spiel. Ja. Ich hatte auch mal Harnsäure, erhöhte Harnwerte. Ehrlich? Kommt von zu viel Fett und Alkohol natürlich. Hast du mal zu viel Alkohol getrunken? Bei mir war es, glaube ich, die fette Ernährung. Und zu wenig Bewegung ist natürlich auch ein Grund. Ist aber lange, lange her. Ja, wie lange? Bewegen tue ich mich ja gut. 20 Jahre. Bitte? Bewegen tue ich mich ja gut. Wieso bewegst du dich denn genug? Ja, ich laufe ja die ganze Zeit dem Golfball hinterher. Das ist ja nur so ein Schreiten. Ah, nee, das ist schon ganz schön speedy. Komm. Du kennst es nicht wie spazieren. Ja, kommt denn da der Puls auf die Zahl, die er haben muss? Wie meinst du das? Auf welche Zahl? Entschuldigung, mein Telefon klingelt. Ja. Oh. Wenn wir erklären, was das heißt.
Ja. Ja. Bitte? Bravo habe ich immer gelesen. Ja, immer. Ja. Ein Coupé auch und Schlüsselloch. Ja, vielen Dank. Nee. Nein, ich, ja, nein, ich erkläre das jetzt mit dem Bügeln. Danke. Ja. Jo, tschö. Ich habe mal in Hamburg. There is plenty of gold. Das finde ich wichtig, dass deutsche Seemannschöre immer singen. There is plenty of gold, so I am told on the banks of California. Bügeln. Wer von uns kommt nicht oft in die Lage, dass er im Bundestag eine Rede halten muss? Die meisten von uns. Das ist eine alltägliche Situation. Ja? Man steht da vorne, weiß nicht recht, was man sagen soll und hat diese vielen bedruckten Blätter vor sich. Und heute, und das ist grandios, dass wir das mal beschrieben bekommen haben, der Journalist Kurt Kister in der Süddeutschen Zeitung hat beschrieben heute, dass der Kanzler bei Reden, bei denen er mit dem Herzen und auch intellektuell nicht so ganz bei der Sache ist, häufig anfängt, so zu sprechen. Und meine Damen und Herren, und dann haben wir Steuern erhöht, und dann habe ich dem Hans gesagt, hier, und dann habe ich das, und Doris fand das auch in Ordnung, und dann haben wir gesagt, und dann, das wird auch teurer, und überhaupt, also so 4 Jahre können ja auch sehr anstrengend werden. So, ja, so hier. Und das. Das ist die Situation, wenn der Kanzler so macht, wenn er mit den Händen außen am Manuskript entlang streicht und der Zuhörer nur noch weiß, der linke Haufen, schon gelesen, wird größer gegenüber dem rechten, noch zu lesen. Ja. Ja, dann passiert was? Dann sagen Mitarbeiter vom Kanzler. Oh Gott, er bügelt wieder. Wirklich? Das sagen Mitarbeiter, oh Gott, er bügelt wieder. Ja. Oh Gott, er bügelt wieder. Wissen Sie schon, heute hat der Gerhard keinen richtigen Bock. Genau. Ja. Oh Gott, er bügelt wieder. Oh Gott, er bügelt wieder. Und Kurt Kister schreibt, der Kanzler bügelt so intensiv, hat gestern so intensiv gebügelt, als wollte er den polnischen Reinemachenfrauen in Berlin Konkurrenz machen. Genau. Was sind das eigentlich für Texte hier? Das sind unsere Skripts, nachdem wir jeden Abend die Show machen. Ach so, die liegen hier. Fantastisch. Das haben wir alles? Ja, ja, klar. Wo ist das denn normalerweise, wenn es nicht hier liegt? Im Computer. Das gehört auch zu einer entspannten Taktik, zu einer Relax-Show mit einer Millionenübernahme von Otti Fischer. Das absolut relaxte Weglegen eines für den Sketch abgespielten Papierhaufens. Da verschenken Laienmoderatoren viel Zeit. Ja. Sehe ich immer. Vergeuden viel, indem sie einfach hektisch und mit Stolperresten gezappelt, das dann schnell wegmogeln, ja, anstatt zu sagen, so. Ich weiß, meine lieben Freunde, dass heute die Materiallage mal wieder dünn ist. Und deswegen lasse ich mir Zeit. Das ist die Sendung Ströleins Experten. Ja. Ja, die wir jetzt sehen können, weil wir um 18 Uhr aufzeichnen. Ich lasse mal den Ton weg und sage Ihnen morgen, was da heute passiert ist. Wir haben das an einen anderen Grund eingeschaltet. Nämlich, was hat unser Superminister Wolfgang Clement heute gesagt? Wir brauchen eine Allianz der Erneuerung. Ja. Jeder muss seinen Teil leisten. Niemand versteht das besser als wir. Wir sagen, jawohl, wir sind zur Stelle, jeden Abend hier. Wir wissen, dass es mit Deutschland aufgeht. Wir spüren es körperlich. Und was haben wir gemacht? Herr Andrack hat Bier getrunken. Seit Beginn der Sendung jeden Tag eine Flasche. Heute sehen wir Folgendes in unserem Bildschirmtext. Schauen Sie das hier an. Dritte Meldung. Bier boomt dank Schmidt-Show. Sat.1 Power Emotion Bildschirmtext Seite 114. Für einen Computerfreak wie mich kein Problem, diese Seite aufzurufen. Andrack sei Dank? Fragezeichen. Bierkonsum steigt. Seit Monaten wirbt Manuel Andrack in der Harald-Schmidt-Show für Bier. Beinahe bierbauchlos trinkt er. Beinahe bierbauchlos. Subtile Gemeinheit. Subtile Gemeinheit. Nun fruchtet sein Durst. Eine steigende Nachfrage hat den Brauereien im dritten Quartal einen Absatzplus beschert. 29,6 Millionen Hektoliter wurden verkauft, plus 0,2 Millionen. Das meldet das Statistische Bundesamt. Herr Andrack, herzlichen Glückwunsch. 0,2 Millionen. Jetzt ist die Frage.
Die Frage ist, wie viel ist ein Hektoliter? 100 oder 1000 Liter? Na Moment, Kilo heißt doch immer 1000, Hekto ist... Na Kiloliter sagt man nicht, man sagt Hektoliter. Ja. Rheuma-Man, weißt du das? Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es 100 sind. Ich bin mir nicht sicher. 100. Wer weiß es denn von Ihnen präzise, meine Damen und Herren? 1000? Sie wissen das hundertprozentig. 1000 oder 100? Guck mal bei Hekto. Unter Hektar. Ah, das müssen ja, also 100 Liter. Hekto, ja, hektisch, hektografieren, Hektor, Hektomastiter, Moderator, Heckenschere, Heckscher, bürgerlicher Name von Dieter Thomas Heck, Heckmeck, Synonym für Sat.1-Unterhaltung. 100 Liter tatsächlich, das ist ja gar nicht so viel, oder? 100 Liter? Ja, Moment, es geht hier um Mio. Ach, Mios, ja klar. Mios. Ein Hektoliter sind 100 Liter. Ein Hektoliter sind 100 Liter, also sind ja eine Mio sind ja 100 Millionen Liter. Ja, und also 0,2 davon sind ein Fünftel, 20 Millionen Liter Bier mehr. Boah. Das ist ja unglaublich. Wahnsinn, oder? Ja, und vorher waren sie ja im Minus, es ging ja bergab. Ja, eben. Wir haben den Trend gedreht. Wir haben den Trend gedreht, es geht aufwärts mit Deutschland. Ja, natürlich. Ja, 20 Millionen Liter mehr. Schreibe, Antrag rettet Deutschland. Das ist nicht übertrieben. Welches Bier trinkst du heute? Ich trinke natürlich ein Braustolz auf diesen großartigen Abend. Wo kommt das her? Ein muss mal gucken. Oh, wenn das... Oh, aus Chemnitz. Ihr kommt auch aus Chemnitz, ja? Ja, näher. Aus der Nähe von Chemnitz. Bitte? Zwickau. Zwickau. So, es geht weiter mit unserem Ich schalte mal aus. Warum machen eigentlich Polizisten immer seit Neuestem in deutschen Krimis so? Und sie halten alle die Knarre quer. Ja. Ich, ist das Neueste irgendwie? Das also kannst schon du aber Moritz Bleibtreu fragen, weil der macht stimmt, das auch. Stimmt, er macht das auch. Ich glaube, er hat das eingeführt. Ja. Ich glaube, Knocking on Heaven's Door, er hat es eingeführt. Ja. Und jetzt wird es kopiert. Weiter geht es in unserem politischen Bildungsauftrag. Gesundheitswesen, pleite, kann man sagen. Warum? Weil wieder keiner persönlich Verantwortung übernimmt. Unsere neue Gesundheitsministerin Uschi Schmidt. Heißt sie Uschi? Ulla. 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 Schmidt sagt, null Runde im Gesundheitswesen. Ja. Was heißt das? Ja, keiner kriegt mehr Geld. Eben. Wer? Die Ärzte, die Patienten oder wer? Ja, die Ärzte und die Krankenkassen. Wir alle können bei uns selber anfangen. Thema heute, Zahnpflege. Mein Zahnarzt sagt mir, er wäre nahezu arbeitslos, wenn sich jeder Bundesbürger korrekt die Zähne putzen würde. Mehrfach haben wir darauf hingewiesen, Zähne putzen heißt Zahnseide. Ganz wichtig. Rein in die Zwischenräume, rein in die Taschen, rein an die Zahnhälse, hinten rein, wo es eng hört und unbequem an die Backenzähne, bei den Kronen unten, wo das Zahnfleisch nicht mehr richtig anschließt. Wenn das gemacht würde, wäre zum ersten Karies nahezu ausgerottet. Mhm. Ja? Darf man sagen, Karies ausgerottet? Ja, ja, klar. Darf man sagen. Und zum Zweiten, viele würden nicht mehr so aus dem Maul stinken. Denn das ist ja eigentlich, was soll diese abwehrende Geste? Naja, im Spiegel, im vorletzten Spiegel steht es ein bisschen anders, dass es eben nicht nur an den Zähnen liegt. Nein, es ist ein erster Schritt. Es ist ein erster Schritt, ja. Ja. Aber noch wichtiger ist laut Spiegel. Laut Spiegel erstmal, also das große Missverständnis ist bei vielen, die rennen halt dann, lassen sich den Magen spiegeln, dass Heliobacter. Es vom Magen kommt. Ja. Mhm. Also 10% der brachialen Mundgeruchsfälle, die kommen tatsächlich aus dem Magen. Ja. Also da gibt es, wenn du ein Leberproblem hast, stinkt es aus dem Mund nach toter Maus.
wenn du Nierenschaden hast nach verrottenden Äpfeln. Und wenn es gibt auch, wenn es nach altem Hering riecht, liegt ein Fischgeruchssyndrom vor. Oh, Fischgeruchssyndrom, ja, das ist aber unangenehm. Das, wenn das Molekül Trimethylamin ja, das ist Ding. Das ist aber genetisch bedingt dann irgendwie, oder? Da kann man nichts dafür. Nee, nee. Also wer nach Fisch aus dem Mund schickt, der kann nichts dafür. Nee. Ja. Wer aber eine tote Maus, wer nach einer toten Maus riecht, muss nicht unbedingt Alkoholiker sein, sondern hat vielleicht eine tote Maus im Mund. Ja, genau. Oder? Aus ja. Aberglaube. Ja. Und aber was die meisten nicht wissen, 90% der Fälle sind ganz anders gelagert. Aha. Da riecht es dann entweder nach faulen Eiern, also ja. Da liegt es dann an den 500 Bakterien, ja. Die man im Mund haben, die eigentlich sehr gut sind. Die man haben muss. Absolut. Die Mundflora intakt halten. Nur bei manchen halt zu viel oder... Kaffee, ja. Nikotin, Tee, mangelnde Mundhygiene. Mangelnde Mundhygiene ist das A und O, deshalb öfter mal die Zunge putzen. Und es ist einfacher, als man glaubt. Das ist Artikel 1, das ist Artikel 2. Hatten wir nicht noch einen dritten? Eigentlich ja, ich kann dir auch aushelfen. Was hast du denn da? Hast du einen dritten? Ich habe hier, wir machen keine Schleichwerbung, nein. Doktor, wie das Original, Tüngbrüsch. Hä? Das heißt Tüngbrüsch. Tüngbrüsch. Wie heißt es? Brush your tongue for fresh breath. Doktor, wie das Original. Ach nee, das ist kein Tungbrush. Tungbrush? Hier, da schreibt man doch ganz anders Tungbrush. Tüngbrunn. Tüngbrüsch. Und das hier ist Miradent. Miradent, ein Zahnschaber. Ein Zahnschaber. Ja. Das hier hast du nicht hier? Nee. Dann gebe ich dir. Was ist das denn? Das ist auch so ein Zungenreiniger. Gibt es da medizinische Erkenntnisse, welcher wichtiger ist? Nein, die sind das ist von gut. Nur ein Tropfen. Ja. Von nur ein Tropfen. Und ich sage das gleich mal. Liebe Senioren, die ihr jetzt irgendwo vielleicht schon wieder in Gran Canaria euch schick macht für das zweite Abendessen. Melone, Melone, lecker, lecker. Achten Sie bitte drauf. Nicht, dass Sie verzweifelt durch das Hotel torkeln. Das ist ein Zungenschaber. Nicht, dass Sie wertvolle Urlaubstage vergeuden, weil Sie sich nicht interessieren wollen. Jetzt habe ich hier. Es sieht. Ich sag dir. Ich sag dir ehrlich. Ich hoffe, das ist juristisch abgesichert. Ich könnte mir viele Leute vorstellen, die nach wenigen Wochen mit einem Vollbart zum Arzt kommen und sagen: Mein Zunge ist weg. Mir. Weil sie sich damit rasiert haben und mit dem Rasiermesser die Zunge reißen. Bitte. Hör mal hier an. Ist der auch so schnäckig? Ja. Das hier, man sieht es wirklich eindeutig. Das ist Zungo Free, oder wie heißt das? Ja, ja. Dr. Susis Miradent. Miradent. Ja. Das und ein Rasiermesser hat immer eine Klinge drin. Das hier ist Tungbrusch von Dr. Wieder mit einem Gel. Tunggel. With Ceylan to help neutralize bad breath from the tongue. Fresh Mint. Aber das würde ich mir ungern drauf geben. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht. Riecht gut, riecht wie Zahnpasta, aber ist bestimmt ein Produkt. Und das hier ist nur eins. Tropfen aus der Apotheke, beseitigt Bakterienbeläge. Patentierte Kombination aus Bürste und Schaber. Ja. Aus Bürste und Schaber. So, wie macht man das jetzt? Ach, hier ist die ist aber süß, hier ist die kleine Bürste dran. Schau mal. Ja, ja. Schöne Farbe. Hier ist die kleine Bürste dran. So. Du nimmst jetzt erstmal dieses Ding und erstmal mit der Bürstenseite ziehst du das. Das brauche ich auch. Nein, das erfüllt das alles dieselbe Funktion? Ja. Ja, ja. Du also kannst es jetzt aussuchen. Ich lose aus. Ja. Nicht, dass man mir vorwirft, ich würde. Hier. Ah, okay. Ist es nicht so gut? Ja, bei den anderen ist es klassischer, weil die zum Drehen sind. Das ist so eine Zunge. Nimm das. Die da. Ja, ja. Das da. So. Ich nehme dann dafür das. Herr Ander nimmt das. So. Und erst nimmt man also jetzt hier bei diesem, da gibt es ja auch eine raue Seite und eine glatte Seite. Du nimmst jetzt auch mal erstmal die Bürstenseite und schabst dann 3-4 Mal vom,
von hinten am Gaumen zur Zungenspitze hin deine Zunge ab, um den Belag abzuholen. Ist das nicht zu unappetitlich für die Zuschauer? Ach, das ist Volksgesundheitsaufklärung. Ich mach mal so. Moment. Für geschmacklich empfindliche Zuschauer halte ich einmal die Hand davor, ja? Damit sie die Bewegung sehen, die das gemacht wird. Okay, ja. Und dann ertönt ein Klingelzeichen. Dann können Sie zu Hause die Augen schließen. Und wenn Sie das zu unappetitlich finden, und dann mache ich es ohne Hand, okay? Jetzt mache ich erstmal jetzt sozusagen für die Hamburger. Da habe ich so Würge. Ja, nicht so tief. Das reicht. Und jetzt drehst du das Ganze? Nein, jetzt mache ich es erstmal ohne. Ah ja, okay. So, wenn Sie zu Hause es nicht sehen wollen, ertönt ein Geräusch. Und wenn, das weiß ich noch nicht. Und wenn das Geräusch wieder ertönt, können Sie die Augen wieder aufmachen. Und jetzt drehst du das und wiederholst das nochmal mit der stumpfen Seite. Warum das? Weil das dazugehört. Du hast es jetzt, glaube ich, erstmal. Das ist so wie im Garten. Erstmal hast du das Laub so aufgewirbelt. Und jetzt musst du es abziehen. 23.30 Uhr, die Augenbraue sitzt. Ich mache es jetzt mit halb geöffnetem Mund, okay, um diese Prozedur zu verkürzen. Was machst du denn so lange im Bad? Ich putze mir das so. Ja, toll. Und das heißt, nie mehr Mundgeruch? Ja. Ja. Genau. Man riecht es ja selber nicht. Nein. Also. Ja, aber das täuscht. Ja. Das täuscht. Es ist sozusagen die beste Investition, die man machen kann, in sich selbst. Klar. Weil Sie stinken nicht mehr aus dem Mund, Sie haben sofort ganz anderen Sex. Ja? Also im Sinn von überhaupt. Und Sie werden 150 mit den eigenen Zähnen. Ja, klar. Und das ist ja doch wirklich das Ziel, oder? Denn sonst enden Sie irgendwann mit Rheumaknoten an der Orgel.